Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie bitte? Wie bitte? Wohin wollen Sie? Wohin wollen Sie? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Ach so, zum Bahnhof. Ach so, zum Bahnhof. Das ist noch weit. Das ist noch weit. Wirklich? Wie weit ist es denn noch? Wie weit ist es denn noch? Ungefähr 40 Minuten. Ungefähr 40 Minuten. Zu Fuß? Zu Fuß? Oder mit dem Bus? Oder mit dem Bus? Zu Fuß. Mit dem Bus brauchen Sie eine Viertelstunde. Zu Fuß. Mit dem Bus brauchen Sie eine Viertelstunde. Aber der Bus fährt nur alle 20 Minuten. Aber der Bus fährt nur alle 20 Minuten. Und wo ist die Haltestelle? Und wo ist die Haltestelle? Dort um die Ecke, Linie 12. Dort um die Ecke, Linie 12. Gehen Sie geradeaus und dann die erste Straße links. Gehen Sie geradeaus und dann die erste Straße links. Die Haltestelle ist gegenüber vom Kaufhaus. Die Haltestelle ist gegenüber vom Kaufhaus. Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Nein, der Bus fährt direkt bis zur Post. Nein, der Bus fährt direkt bis zur Post. Und von dort sind Sie in 2 Minuten am Bahnhof. Und von dort sind Sie in 2 Minuten am Bahnhof. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss übrigens auch in diese Richtung. Ich muss übrigens auch in diese Richtung. Wir können zusammen gehen. Wir können zusammen gehen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wissen Sie, ich gehe zu meinem Sohn. Wissen Sie, ich gehe zu meinem Sohn. Silvester bin ich immer bei einem von meinen Kindern. Silvester bin ich immer bei einem von meinen Kindern. Fahren Sie mit dem Zug weg? Fahren Sie mit dem Zug weg? Ja, zu Freunden nach Brühl. Ja, zu Freunden nach Brühl. Sie machen heute Abend ein Fest. Sie machen heute Abend ein Fest. Wo liegt denn Brühl? Wo liegt denn Brühl? Das weiß nicht auch nicht. Das weiß nicht auch nicht. Irgendwo zwischen Bonn und Köln. Irgendwo zwischen Bonn und Köln. Ich muss am Bahnhof fragen. Ich muss am Bahnhof fragen. Na, hoffentlich finden Sie den Weg dorthin. Na, hoffentlich finden Sie den Weg dorthin. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
Guten Tag. Eine Fahrkarte nach Brühl, bitte. Eine Fahrkarte nach Brühl, bitte. Einfach oder hin und zurück. Einfach oder hin und zurück. Hin und zurück. Hin und zurück. Wann fährt der nächste Zug? Wann fährt der nächste Zug? In 15 Minuten. In 15 Minuten. Um 9.20 Uhr. Um 9.20 Uhr. Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Auf Gleis 4. Auf Gleis 4. Wo muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? Nirgends. Der Zug fährt direkt nach Brühl. Nirgends. Der Zug fährt direkt nach Brühl. Wann komme ich in Brühl an? Wann komme ich in Brühl an? Um 12.10 Uhr. Um 12.10 Uhr. Danke für die Informationen. Danke für die Informationen. Die Fahrkarte kostet 58 Euro. Die Fahrkarte kostet 58 Euro. Bitte sehr. Bitte sehr. Danke. Hier ist Ihre Fahrkarte. Danke. Hier ist Ihre Fahrkarte. Und 2 Euro zurück. Und 2 Euro zurück. Danke. Ist der Zug pünktlich? Danke. Ist der Zug pünktlich? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ist hier noch frei? Ist hier noch frei? Ja, ich nehme meine Jacke weg. Ja, ich nehme meine Jacke weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Sind Sie zugestiegen? Sind Sie zugestiegen? Ja. Ja. Ihre Fahrkarte, bitte. Ihre Fahrkarte, bitte. Hier bitte. Hier bitte. Kann ich auch Ihre Bahnkarte sehen? Kann ich auch Ihre Bahnkarte sehen? Ja, Moment. Ja, Moment. Sie muss hier irgendwo sein. Sie muss hier irgendwo sein. In Graz habe ich sie noch gehabt. In Graz habe ich sie noch gehabt. Hier ist sie. Hier ist sie. Danke und gute Reise. Danke und gute Reise. Danke. Danke. Entschuldigung, Herr Schaffner. Entschuldigung, Herr Schaffner. Ja, bitte. Ja, bitte. Darf man hier Kaffee trinken? Darf man hier Kaffee trinken?
Nein, hier ist Trinken verboten. Nein, hier ist Trinken verboten. Und wo ist der Speisewagen? Und wo ist der Speisewagen? Im vierten Waggon. Im vierten Waggon. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Ja, gerne. Ich brauche eine Hose. Ich brauche eine Hose. Die Hosen sind hier. Die Hosen sind hier. Was ist Ihre Größe? Was ist Ihre Größe? Größe 36. Größe 36. Welche Farben mögen Sie? Welche Farben mögen Sie? Blau. Vielleicht auch rot. Blau. Vielleicht auch rot. Wie finden Sie diesen da? Wie finden Sie diesen da? Oder den da? Oder den da? Das ist gut. Das ist gut. Kann ich sie mal probieren? Kann ich sie mal probieren? Natürlich. Natürlich. Ja, das passt. Ja, das passt. Wie viel kostet sie denn? Wie viel kostet sie denn? 60 Euro. 60 Euro. Das ist aber teuer. Das ist aber teuer. Das stimmt. Das stimmt. Billig ist sie nicht. Billig ist sie nicht. Aber Sie finden die Qualität sehr gut. Aber Sie finden die Qualität sehr gut. Okay, sie gefällt mir. Okay, sie gefällt mir. Dann nehme ich sie. Dann nehme ich sie. Brauchen Sie noch etwas? Brauchen Sie noch etwas? Ja, ich möchte auch noch ein Hemd. Ja, ich möchte auch noch ein Hemd. In welchem Preis soll es ungefähr kosten? In welchem Preis soll es ungefähr kosten? Vielleicht 40 Euro. Vielleicht 40 Euro. Und welche Farbe? Und welche Farbe? Grün. Grün. Probieren Sie doch mal das. Probieren Sie doch mal das. Das passt leider nicht. Das passt leider nicht. Aber es gefällt mir sehr. Aber es gefällt mir sehr. Nächste Woche bekommen wir noch Größe 36. Nächste Woche bekommen wir noch Größe 36. Vielleicht können Sie noch einmal kommen. Vielleicht können Sie noch einmal kommen. Dankeschön. Dankeschön. Wo soll ich die Hose bezahlen? Wo soll ich die Hose bezahlen?
Sie können in der Kasse bezahlen. Sie können in der Kasse bezahlen. Sie ist dort. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich brauche Gemüse für einen Auflauf. Ich brauche Gemüse für einen Auflauf. Ich bekomme heute Besuch. Ich bekomme heute Besuch. Ja, bitte. Ja, bitte. Was möchten Sie denn? Was möchten Sie denn? Ich hätte gerne Tomaten und Zucchini. Ich hätte gerne Tomaten und Zucchini. Sind Sie frisch? Sind Sie frisch? Ja, natürlich in bester Qualität. Ja, natürlich in bester Qualität. Welche Sorte von Tomaten? Und wie viel möchten Sie? Und wie viel möchten Sie? Wir haben Fleischtomaten. Wir haben Fleischtomaten. Rispentomaten, Strauchtomaten. Rispentomaten, Strauchtomaten. Und Kirschtomaten. Und Kirschtomaten. Ich glaube. Ich glaube. Ich nehme ein Kilo Fleischtomaten. Ich nehme ein Kilo Fleischtomaten. Die passen am besten für den Auflauf. Die passen am besten für den Auflauf. Und dann geben Sie mir bitte noch 3 Zucchini dazu. Und dann geben Sie mir bitte noch 3 Zucchini dazu. Bitte schön. Bitte schön. Sonst noch etwas? Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche noch Obst für mein Dessert. Ja. Ich brauche noch Obst für mein Dessert. Was kosten die Kirschen? Was kosten die Kirschen? 5,90 € pro Kilo. 5,90 € pro Kilo. Die sind aber teuer. Die sind aber teuer. Und die Erdbeeren? Und die Erdbeeren? Die Erdbeeren habe ich heute im Angebot. 2,50 € pro Kilo. Die Erdbeeren habe ich heute im Angebot. 2,50 € pro Kilo. Sehr gut, ich nehme ein Kilo. Sehr gut, ich nehme ein Kilo. Ja, gerne. Ja, gerne. Noch einen Wunsch? Noch einen Wunsch? Nein, das wäre alles. Nein, das wäre alles. Gut. Dann macht es 5 € bitte. Gut. Dann macht es 5 € bitte. Hier bitte. Vielen Dank. Hier bitte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Wie geht's dir?
Wie geht's dir? Gut, danke, und dir? Gut, danke, und dir? Ja, es geht mir gut. Ja, es geht mir gut. Was sind deine Pläne am Samstag? Was sind deine Pläne am Samstag? Am Samstagmorgen räume ich meine Wohnung auf. Am Samstagmorgen räume ich meine Wohnung auf. Dann treffe ich meine Freundin. Dann treffe ich meine Freundin. Warum fragst du? Warum fragst du? Mein Geburtstag ist am Samstag. Mein Geburtstag ist am Samstag. Deshalb mache ich Samstagabend eine Party. Deshalb mache ich Samstagabend eine Party. Alle Kollegen aus dem Deutschkurs kommen. Alle Kollegen aus dem Deutschkurs kommen. Kommst du auch? Kommst du auch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wann fängt die Party an? Wann fängt die Party an? Wir fangen um 20 Uhr an. Wir fangen um 20 Uhr an. Okay. Und wo machst du deine Party? Okay. Und wo machst du deine Party? Sie ist bei mir zu Hause. Sie ist bei mir zu Hause. Meine Adresse ist Stiftstraße 145. Meine Adresse ist Stiftstraße 145. Okay. Ich weiß das. Okay. Ich weiß das. Kann ich etwas mitbringen? Kann ich etwas mitbringen? Du kannst Getränke oder Wurst kaufen. Du kannst Getränke oder Wurst kaufen. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Ich kaufe einen Kuchen. Ich kaufe einen Kuchen. Und mache Rinderbraten für alle. Und mache Rinderbraten für alle. In Ordnung. In Ordnung. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Bitte. Ich warte auf dich. Bitte. Ich warte auf dich. Bis Samstag. Bis Samstag. Ja, bis dann. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Und Ihnen? Und Ihnen? Gut, danke. Gut, danke. Wohnen Sie hier? Wohnen Sie hier? Ja. Ich wohne seit kurzer Zeit. Ja. Ich wohne seit kurzer Zeit. Ah, willkommen Sie. Ah, willkommen Sie. Ich heiße Amal Salhi. Ich heiße Amal Salhi. Freut mich. Freut mich.
Und ich heiße Fatma Yuglu. Und ich heiße Fatma Yuglu. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Seit wann leben Sie schon in Deutschland? Seit wann leben Sie schon in Deutschland? Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Ihre deutsche Sprache ist sehr gut. Ihre deutsche Sprache ist sehr gut. Danke. Das ist nett von Ihnen. Danke. Das ist nett von Ihnen. Ich besuche einen Deutschkurs. Ich besuche einen Deutschkurs. Ah, schön. Ich muss jetzt gehen? Ah, schön. Ich muss jetzt gehen? Um zur Arbeit zu gehen. Um zur Arbeit zu gehen. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen, Frau Yuglu. Und auf Wiedersehen, Frau Yuglu. Danke, auf Wiedersehen, Frau Salhi. Danke, auf Wiedersehen, Frau Salhi. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? Moment, was war noch die Frage? Moment, was war noch die Frage? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Die Bushaltestelle ist hier die Straße runter. Die Bushaltestelle ist hier die Straße runter. Dann die zweite Straße links. Dann die zweite Straße links. Circa 100 Meter, dann links. Circa 100 Meter, dann links. Entschuldigung, ich verstehe nicht nochmal, bitte aber langsamer. Entschuldigung, ich verstehe nicht nochmal, bitte aber langsamer. Hier die Straße entlang. Hier die Straße entlang. Denn die zweite Straße links. Denn die zweite Straße links. Circa 100 Meter. Okay. Circa 100 Meter. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Am Ende der Straße finden Sie schöne rote Gebäude. Am Ende der Straße finden Sie schöne rote Gebäude. Das ist die Bushaltestelle. Das ist die Bushaltestelle. Tim. Muss ich in die gleiche Richtung bis die zweite Straße links? Tim. Muss ich in die gleiche Richtung bis die zweite Straße links? Dann finde ich die Bushaltestelle am Ende. Dann finde ich die Bushaltestelle am Ende. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich suche ein Zimmer für heute Nacht. Ich suche ein Zimmer für heute Nacht. Haben Sie noch etwas frei? Haben Sie noch etwas frei?
Ja, wir haben noch zwei freie Zimmer. Ja, wir haben noch zwei freie Zimmer. Was kostet ein Zimmer? Was kostet ein Zimmer? Wir haben noch eine Suite, die kostet 130 Euro pro Nacht. Dann gibt es noch ein Doppelzimmer, das kostet 75 Euro pro Nacht. Wir haben noch eine Suite, die kostet 130 Euro pro Nacht. Dann gibt es noch ein Doppelzimmer, das kostet 75 Euro pro Nacht. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Ich bin nur auf der Durchreise. In der Pension, in der ich eigentlich ein Zimmer gebucht hatte, hat es leider gebrannt, also habe ich keinen Schlafplatz für heute Nacht. Können Sie eventuell noch etwas am Preis machen? Oh, das ist aber ganz schön teuer. Ich bin nur auf der Durchreise. In der Pension, in der ich eigentlich ein Zimmer gebucht hatte, hat es leider gebrannt, also habe ich keinen Schlafplatz für heute Nacht. Können Sie eventuell noch etwas am Preis machen? Ich kann Ihnen das Doppelzimmer für 60 Euro pro Nacht anbieten. Ich kann Ihnen das Doppelzimmer für 60 Euro pro Nacht anbieten. Das kann ich mir leider nicht leisten, ich habe nur noch 50 Euro. Das kann ich mir leider nicht leisten, ich habe nur noch 50 Euro. Da muss ich mit der Hotelleitung sprechen. Da muss ich mit der Hotelleitung sprechen. Einen kleinen Moment bitte. Einen kleinen Moment bitte. Guten Abend. Ich bin freie Managerin. Guten Abend. Ich bin freie Managerin. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gehört, dass Sie dringend ein Zimmer für heute Nacht suchen. Ich habe gehört, dass Sie dringend ein Zimmer für heute Nacht suchen. Und maximal 50 Euro Budget haben. Und maximal 50 Euro Budget haben. Richtig, ich habe Ihre Mitarbeiter bereits erklärt. Richtig, ich habe Ihre Mitarbeiter bereits erklärt, dass die Pension, in der ich eigentlich gebucht hatte, abgebrannt ist. Dass die Pension, in der ich eigentlich gebucht hatte, abgebrannt ist. Ja, ich habe davon gehört, ich war einmal in einer ähnlichen Situation. Ja, ich habe davon gehört, ich war einmal in einer ähnlichen Situation. Und wurde von einem sehr freundlichen Hotel gratis beherbergt. Und wurde von einem sehr freundlichen Hotel gratis beherbergt. Ich habe diese Hilfe niemals vergessen. Ich habe diese Hilfe niemals vergessen. Daher möchte ich Ihnen heute dieses Angebot ebenfalls machen. Daher möchte ich Ihnen heute dieses Angebot ebenfalls machen. Wenn Sie möchten, können Sie kostenlos bei uns übernachten. Wenn Sie möchten, können Sie kostenlos bei uns übernachten. Das Abendessen und das Frühstück gehen ebenfalls aufs Haus. Das Abendessen und das Frühstück gehen ebenfalls aufs Haus. Was, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, würde vollkommen reichen. Vielen Dank, würde vollkommen reichen. Vielen Dank.
Jana, vielleicht machen wir zusammen im August eine Urlaubsreise? Jana, vielleicht machen wir zusammen im August eine Urlaubsreise? Super. Eine gute Idee. Super. Eine gute Idee. Wohin fahren wir? Wohin fahren wir? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Hast du eine Idee? Nein, ich habe keine Idee. Nein, ich habe keine Idee. Aber ich habe einen guten Vorschlag. Aber ich habe einen guten Vorschlag. Okay, was ist dieser Vorschlag? Okay, was ist dieser Vorschlag? Warum reisen wir nicht in die Hauptstadt von Spanien? Warum reisen wir nicht in die Hauptstadt von Spanien? Da gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Da gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Und das Wetter ist schön und heiß. Und das Wetter ist schön und heiß. Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung? Spanien. Ich weiß nicht. Spanien. Ich weiß nicht. Aber gute Idee. Aber gute Idee. Und ich denke, da gibt es billige Hotels. Und ich denke, da gibt es billige Hotels. Das stimmt, wir können auch Sehenswürdigkeiten sehen. Das stimmt, wir können auch Sehenswürdigkeiten sehen. Und die Nachbarstädte besuchen. Und die Nachbarstädte besuchen. Ja, natürlich. Super Idee. Ja, natürlich. Super Idee. Wie lange bleiben wir da? Wie lange bleiben wir da? Hinflug ist am 2. August. Hinflug ist am 2. August. Und Rückflug 15. August, das sind 2 Wochen. Und Rückflug 15. August, das sind 2 Wochen. Von welcher Stadt geht der Abflug? Von welcher Stadt geht der Abflug? Abflug geht von Düsseldorf. Abflug geht von Düsseldorf. Wie teuer ist die Reise? Wie teuer ist die Reise? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich denke nicht zu teuer. Aber ich denke nicht zu teuer. Gut. Was müssen wir mitnehmen? Gut. Was müssen wir mitnehmen? Ich denke nur unsere Kleidung und Geld. Ich denke nur unsere Kleidung und Geld. Wer kauft die Tickets? Wer kauft die Tickets? Mein Schatz. Natürlich ich. Mein Schatz. Natürlich ich. Jana. Ja. Ich liebe dich. Jana. Ja. Ich liebe dich.